Ja, und wir wollen wissen, wie die Situation zur Stunde an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt ist. Ilanit Spinner ist für uns am Münchner Hauptbahnhof. Wie ist denn aktuell die Situation dort? Ja, die Situation, die ist eigentlich einigermaßen entspannt. Es bilden sich zwar immer wieder auch längere Schlangen vor den Ticket- und Service-Schaltern, aber das ist einigermaßen überschaubar. Es scheint wirklich, dass viele Leute dem Appell der Bahn gefolgt sind, die ja gestern bereits gesagt haben, wer nicht wirklich unbedingt reisen soll, soll die Fahrt doch bitte absagen, stornieren und umbuchen. Dennoch muss man sagen, viel Verständnis für den Streik, den gibt es hier nicht. Wir haben den ganzen Tag mit Passagieren, mit Reisenden gesprochen, die uns immer wieder gesagt haben, ja, es gibt keinen günstigen Zeitpunkt für einen Streik, aber das hier, das ist wohl mit der ungünstigste Zeitpunkt überhaupt. Wir sind mitten in den Sommerferien, die Leute wollen reisen und die Infektionszahlen sind wieder höher. Das heißt, man hat da eigentlich auch keine Lust, ganz eng zusammenzusitzen in überfüllten Zügen. Trotzdem soll ja der Streik bis Freitagmorgen andauern. Was glaubt man denn, wann wird sich denn dann der Bahnverkehr wieder normalisieren? Ja, der Streik soll noch bis 2 Uhr in der Früh am Freitagmorgen gehen. Die Bahn sagt zwar, das wird sich dann ziemlich schnell normalisieren, man weiß aber aus Erfahrung, dass das immer etwas dauert. Also es wird sicherlich im Laufe des Freitags auch immer wieder noch mal zu Verspätungen und zu einzelnen Behinderungen kommen. Und das kann sich auch gut noch in das Wochenende hinaus weitergehen. Ab Montag kann man aber davon ausgehen, dass dann hier wirklich wieder ganz normaler Betrieb herrscht. Wie sieht es denn aktuell mit den Positionen der beiden Parteien aus? Was genau fordert denn die GDL und was bietet die Bahn an? Ja, also die Fronten, das muss man ganz klar sagen, die sind verhärtet. Die Bahn, die hat von Anfang an gesagt, dieser Streik hier, der ist unverhältnismäßig. Dafür hat man eigentlich kein Verständnis. Und ein großer Kritikpunkt war auch dieser sehr, sehr kurze Vorlauf. Man konnte sich da eigentlich gar nicht wirklich auf diesen Streik, auf diese Welle hier vorbereiten. Die GDL wiederum sagt, wir warten jetzt erstmal auf ein neues, auf ein besseres Angebot. Und erst dann setzen wir uns wieder an den Verhandlungstisch. Das wird wohl auch erst kommende Woche der Fall sein. Und dann ist die große Sorge natürlich, wie geht es weiter? Denn wir haben Ferienzeit. Und viele denken natürlich mit Grauen zurück an die Streikwellen, die wir 2014, 2015 in Deutschland in der Ferienzeit hatten. Und das gilt es tunlichst zu vermeiden. Deswegen hofft man, dass sich da beide Seiten sehr bald einig sein werden. Ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ilanit Spinner war das live aus München. Vielen Dank dafür. Und zur aktuellen Situation der Bahn in diesem Streik hat sich vor wenigen Augenblicken der Sprecher der Bahn, Achim Staus, geäußert. Der Streik der Lokomotivführergewerkschaft GDL hat den Zugverkehr in Deutschland im Personen- und auch im Güterverkehr massiv beeinträchtigt. Viele Fahrgäste haben darunter gelitten. Gleichzeitig können wir aber auch bilanzieren, der Ersatzfahrplan hat funktioniert. Wir haben ihn gestern schon veröffentlicht und wir waren in der Lage, heute im Fernverkehr, also bei Intercities und ICE-Zügen, tatsächlich 25% des normalen Platzangebotes zu bieten. Im Regionalverkehr waren es sogar 40%, allerdings schon auch mit starken regionalen Unterschieden. Ein gewisser Streikschwerpunkt befand sich ja in Ostdeutschland. Im Westen haben wir auch mehr beamtete Lokführer, die nicht streiken dürfen. Da ist es uns etwas leichter gefallen, diesen Ersatzfahrplan zu fahren. Aber am Ende doch ein planbares und stabiles Angebot für die Fahrgäste. Gleichwohl sind viele Züge auch sehr voll gewesen, was in diesen Zeiten natürlich nicht ideal ist. Aber die Verantwortung dafür hat die Lokführergewerkschaft, die ihr Versprechen gebrochen hat und sehr kurzfristig, nämlich nur mit 15 Stunden Vorlauf, diesen massiven bundesweiten Streik angekündigt hat. Wir haben auf den Hauptverkehrslinien in Deutschland im Fernverkehr etwa einen 2-Stunden-Takt halten können. Und wir haben vornehmlich auch Züge eingesetzt, die besonders viel Plätze bieten. Da war es hilfreich, dass inzwischen sehr viele ICE-4 am Start sind, die mit über 900 Plätzen den Rekord bei uns halten. Und Plätze und Abstand halten ist halt in diesen Zeiten besonders wichtig. Nach unserem Eindruck haben sehr viele Fahrgäste unsere Empfehlung auch wahrgenommen, später zu fahren. Die Tickets sind ja gültig, auch noch in der nächsten Woche, auch wenn man eine Fahrkarte für den Donnerstag oder den Freitag hat. Diese Flexibilität ist ein Angebot für viele Fahrgäste gewesen. Aber es gibt eben auch Menschen, die zur Schule müssen, zur Arbeit müssen, die auch eine Urlaubsreise antreten wollen und müssen. Und auch die haben wir versucht, heute ans Ziel zu bringen. Mit zusätzlichem Personal an den Bahnhöfen, wie wir das hier in Berlin auch erleben konnten hinter mir. Mit zusätzlichem Personal in den Service-Hotlines, die viele, viele tausend Anrufe heute absolvieren mussten. Und auch mit vielem Personal in den Betriebsleitzentralen, die unter diesen schwierigen Umständen den Verkehr gesteuert haben.
Der Schienengüterverkehr der Deutschen Bahn war auch stark betroffen. Hier ist es aber gelungen, Güterzüge zu fahren, die versorgungsrelevant sind, zum Beispiel für die Belieferung von Kraftwerken, aber auch bei termingerechten Transportketten in die großen Industriebetriebe oder in die Seehäfen.